Heute werden wir euch ein bisschen was über den Shoot von I Came to Party erzählen. Ihr seht hier schon mal eine großartige Villa. Am liebsten würde ich selber einziehen. Sie war in einem kleinen Vorort von Berlin. Wir wollten eine Party, die trashig und gleichzeitig auch glamourös ist, so wie Berlin ist. Es ist eine von Berlin inspirierte Party. Der Regisseur ist auf die Idee gekommen, einen Maskenball zu veranstalten, einen bizarren Maskenball, und wurde inspiriert von unserem Auftritt in Italien, als wir Deeper and Deeper performt haben. Jede bestimmte Gruppe in dem Video steht für eine bestimmte Gruppe Menschen im Video. Zum Beispiel sieht man die Türsteher, die Schweine- und Bullenmasken tragen, weil sie natürlich sehr prollig und sehr bullig sind. Wir haben hier einen Macho auf der Party in einem Superman-Kostüm, wo allerdings die Bauchmuskeln nur fake sind. Wir haben Leute, die die Freaks darstellen sollen. Wir haben einfach ein buntes Publikum gemischt und wir haben Darth Vader eingeladen, wir haben Frau Schaf eingeladen und Frau Eisbär, Frau Bär, und es war wirklich sehr lustig. Die Jacke habe ich von einer jungen Designerin aus Berlin bekommen, die sehr viel Unisex-Klamotten herstellt. Und sie heißt von Bardonetz und ich war ihr sehr dankbar, dass ich die Jacke für das Video benutzen durfte, weil ich mich auf den ersten Blick darin verliebt hatte. Mein Outfit war ein bisschen Harlequin-like, was man im Video nicht ganz so gut erkennen kann. Da unser Album Toys heißt, wollten wir natürlich auch ein paar Spielsachen im Video haben. Space Cowboy hat mit meinem Stock, ja, es ist der Originalstock aus dem Love Songs Video, ein paar Roboter zerstört. Auf einer Party muss natürlich auch was kaputt gehen. Wir hatten auch einige Statisten, die wir über ein Gewinnspiel über unser Fanclub und über Twitter gefunden haben, die wir kurzfristig eine Woche vor dem Videoshoot gecastet haben, so gesehen. Ich habe die erste Auswahl getroffen und der Regisseur hat die letzten ausgesucht. Da war wieder Frau Schaf mit ihrer Puppe. Wir wissen nicht genau, warum die Haare kurz sind, aber die Puppe hatte davor längere Haare. Wir wissen auch nicht, was genau sie mit der Puppe auf dem Klo macht. Die gesamte Party wird aus einem sehr voyeuristischen Winkel wahrgenommen. Also man könnte sich vorstellen, man ist selber ein Sturzbetrunkener, der morgens aufwacht und ein Flashback hat von der Party und alles durcheinander sieht. Und eine Party ist nur eine gute Party, wenn sie zu Ende ist und man feucht ist. Entweder vollgeschwitzt oder auf sonstige Weise. Deswegen muss unsere Party natürlich besonders feuchtfröhlich enden. Die Farbe war ungefährlich, aber hat einige Sachen verfärbt. Romeo sah nach dem Videoshoot aus wie ein Schlumpf, weil seine Haut komplett blau war. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Der Dreh ging extrem lange. Wir haben bis morgens um 7 Uhr gedreht und sind danach tot ins Bett gefallen und war froh, dass alles vorbei war. Aber es hat tierisch Spaß gemacht und wir haben wirklich eine Party dort gefeiert. Also wir feiern nicht nur so für die Kamera, wir haben wirklich unglaublich viel Spaß gehabt.